Dieses Programm ist urheberrechtlich geschützt. Kanal Telemedial ist ein neues, bewusstseinserweiterndes Fernsehen. Es löst Emotionalblockaden und kann plötzlich Ihr ganzes Leben verändern. Herzlich willkommen, hier ist Kanal Telemedial, Ihr Sender der neuen Intelligenz des neuen Bewusstseins. Kanal Telemedial wirkt bewusstseinserweiternd und kann ohne Vorwarnung plötzliche Veränderungen in Ihrem Leben hervorrufen. Dafür übernehmen wir keine Haftung. Zuschauer von Kanal Telemedial sind dafür selber verantwortlich.
Hallo und herzlich willkommen, liebe telemedialen Freunde. Ich bin Angela Ellen Unger und ich begrüße Sie ganz herzlich zu meiner Sendung. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung und wenn Sie sich etwas gönnen möchten, dann gönnen Sie uns auch etwas. Ich möchte Sie darum bitten, Ihren Energieausgleich zu senden und ich möchte mich dafür ganz herzlich bedanken. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit meinem Programm. Und ich darf ganz herzlich begrüßen, ja, das Multitalent, meinen Stargast, spirituellen Lehrer, Medienunternehmer, Künstler, seine königliche Hoheit, Thomas Gehornauer. Herzlich willkommen. Hallo, Angela Ellen. Herzlich willkommen in deiner Sendung. Dankeschön. Ja, dankeschön, dankeschön. Du gibst mir immer Kraft. Lieber Thomas, wir hatten ja uns ja in letzter Zeit sehr oft über die telemediale Lebensschule unterhalten. Ja, über die Kontrolle der Gedanken, über das Planen und Tun, um einfach im Lebenskampf erfolgreich voranzugehen, Karma abzutragen. Neues Bewusstsein zu schaffen. Also wir hatten ja gesprochen über die Konzentration, über das Thema Bewegung, über bestimmte Techniken, die wir tun können, gut in Bewegung zu bleiben, über die Atmung zum Beispiel. Ich habe noch dazu einige kurze Fragen und ich möchte dich hier bei mir auf ein ganz wichtiges Thema noch lenken bei der telemedialen Lebensschule. Welche Rolle spielt die Stählung des Willens? Dass wir einen starken Willen im Leben entwickeln können, um unsere Ziele zu erreichen. Ja, da muss ich erstmal nachfragen, was ist Stählung des Wissens? Wie meinst du das? Nein, die Stählung des Willens. Also, Stählung. Dass wir einen Stahl. Ach, die Stählung von Stahl. Einen stahlharten Willen bekommen, einen festen Willen bekommen, um unsere Ziele zu erreichen. Ah, ja. Okay. Sei es im Beruf oder im Unternehmen, im Privatleben, in der Familie. Also da empfehle ich generell mal dazu das Buch Die Kraft der Gedanken von Omram Michael Eibenhoff vom Prosveta Verlag zu lesen. Da kann man sich in diese Thematik sehr genau rein vertiefen. Das ist ein tiefer, esoterischer Prozess, um den es da geht. Aber ich möchte mal den Aspekt der Vereinfachung des Ganzen, wie ich es für die telemediale Lebensschule empfehle. Man muss erstmal erkennen, was ist überhaupt Willenskraft und was ist Vorstellungskraft. Die Willenskraft ist ein männliches Prinzip und die Vorstellungskraft ein weibliches Prinzip. Wenn man eben dann sieht, um sein Ziel zu erreichen, ist es wichtig, dass das männliche Prinzip, das kann man dann so sehen, wie die Meisterzahl 11, ne? Diese zwei Einsen, die müssen die Vorstellungskraft im Zaum halten. Das ist die Willenskraft. Hält die Willenskraft, die Vorstellungskraft nicht
im Zaum wird das weibliche Prinzip, die Vorstellungskraft zur Hure. Also muss das männliche Prinzip, die Willenskraft, die Meisterzahl 1, die Vorstellungskraft im Zaum halten. Das bedeutet, wenn wir eine große, grandiose Thematik haben, wir stellen uns die Situation mit vielen Bällen vor, wie viele Tischtennisbälle, muss man mit der Willenskraft, die Vorstellungskraft so im Zaum halten, dass sich alle Angelegenheiten, die zur Erlösung der Thematik, mein Ziel zu erreichen, sich die Bälle numerologisch sauber in der richtigen Reihenfolge hintereinander auf eine Linie stellen und ich ganz hinten dann auf Basis des Wissens und nicht auf Basis des Denkens entscheide. Auf Basis des Denkens zu entscheiden ist ein unvollendeter Prozess und somit ist es gefährlich, weil es nicht im Wissen sich ergründet. Wissen heißt aber wiederum in der telemedialen Lehre oder wie es auch Ivanhoff zum Beispiel sagt, wenn wir sagen, wir glauben, heißt es, wir wissen. Das heißt, wenn ich eine Ursache gegeben habe, weiß ich, dass eine Wirkung kommen wird. Habe ich keine Ursache gegeben, gibt es auch keine Wirkung. Und ich glaube, diese Thematik, die wäre wichtig. Und gerade viele Frauen, die sehr viel Willenskraft entwickeln haben, haben eben auch gelernt, Dinge mit Willenskraft durchzusetzen. Aber wenn man Willenskraft einsetzt, ist es so, wie wenn ich jetzt dieses Glas raushalte. Ein Mann kann über die Willenskraft das vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde. Eine Frau kann, also nehmen wir das Beispiel, was ich gerne nehme, das Nichtrauchen, ne? Kann ein Mann vielleicht eine Stunde über die Willenskraft sagen, ich rauche nicht. Die Frau kann mit ihrer Willenskraft das lächerlich ein halbes Jahr, proportional zum Mann. Und daher sind Frauen es gewöhnt, wenn sie etwas wollen, was verändern wollen, machen sie das über Willenskraft. Aber die früher oder später geht dir die Willenskraft aus. Und jetzt ist das Problem, wenn ich jetzt die ganze Zeit meine Willenskraft drauf gebe, um ein Prinzip zu halten, muss das gerade jetzt sein? Ich warte. Vielen Dank für die Unterbrechung, die erleichtert es mir. Aber Frauen prüfen immer genau an der Stelle. Ne? Das ist ja die Natur, sie muss da prüfen. Das war genau meine Absicht. Ja, ja, genau. Um ein bisschen Würze reinzubringen. Bleibe ich dir nicht schuldig. Ne? Kriegst nachher zurück. So, diese Willenskraft lenkt dich dann davon ab, dass du dein Ziel nicht erreichst, weil du jetzt deine Willenskraft verwendest, um ein Prinzip aufrechtzuerhalten. Denn viel einfacher geht es, wenn ich es über eine Grundeinstellung mache. Ich stelle die Sache so ein oder so verändere ich die Situation über die Grundeinstellung und ich sage, ich lasse das, was mich krank macht, und ich nehme das, was mich gesund macht, dann verändere ich meine Grundeinstellung und muss dafür nicht meine Willenskraft verwenden und kann jetzt wiederum meine Willenskraft dafür einsetzen, meine Vorstellungskraft im Zaum zu halten. Also erstmal muss man lernen, die Willenskraft richtig zu kanalisieren und das können die wenigsten. Die Willenskraft wird in der Regel ganz falsch kanalisiert. Sie wird zur Verkommenheit, zum Blödsinn kanalisiert. Mhm. Da ist man sehr leicht lernfähig, da ist man in der Lage, das Wissen sofort aufzunehmen. In der Kriminalität, in der Verkommenheit sind wir ganz leicht und schnell lernfähig. Ne? Aber eben das ganze Ding geht lieber vorne rum und unter durch und macht nicht so lange. Einfach, ja genau, tschüss, Herz 5, Teamwechsel. Ja. Also ich glaube, da ist deine Frage auf den Punkt beantwortet. Erstmal, um überhaupt mit der Willenskraft was anzufangen, muss ich wissen, welche Rolle spielt sie in meiner Esoterik und wo gehört sie hin? Mhm. Gehört meine Willenskraft dazu, einen materiellen Erfolg im Außen zu erreichen oder die Selbstveredelung, um meinen Charakter zu schärfen? Wenn ich die innere Einstellung verändere, die innere Grundhaltung, das ist die Zauberformel, dann kann ich ganz leicht meine Willenskraft für meinen Weg
Ja. Also diese Verwechslung. Wir haben Fehlkanalisierungen und Verwechslungen durch die gesellschaftliche Konditionierung eingeprägt bekommen, dass wir immer schöne Versager und Genügsamkeitslieferanten der katholischen Kirche sind. Ne? Sei genügsam und gib ab. Ne? Und gib uns. Ne? Lass uns Erbe. Ne? Und gib uns, gib dem Staat, gib der Kirche. Sei genügsam und leg auch nicht viel Wert auf deine Entwicklung als Frau. Es reicht, wenn du kochen kannst. Ne? Komm ja nicht auf die Idee, deine Gabe zu entfalten. Na, mach ja guten Sex, tu sauber die Wäsche waschen, koch und halt den Haushalt sauber. Da will man ja nicht von der Frau. Nur ist aber gut mit diesen blöden Normalitäten. Nur ist aber gut. Ja, ich weiß, dass du leidest, aber ab und zu muss man auch noch mal die Realität in der Masse ansprechen. Ne? Ach, ich leide nicht. ich möchte gerne bei dem Thema Willen schon fortsetzen. Sag mal, Thomas, welche Rolle spielt denn auch die Schulung des zentralen Blicks in der telemedialen Lebensschule? Weil uns ist ja bekannt, dass über das Auge auch Willen übertragen werden kann. Ja, dazu sage ich nichts. Also spielt dieses Thema bei der telemedialen Lebensschule keine Rolle? Dazu sage ich auch nichts. Schön. Welche Rolle spielen denn Körperhaltungen in der telemedialen Lebensschule? Zum Beispiel bestimmte Sitzhaltung, Asanas auch genannt. Weil bestimmte Körperhaltungen führen ja auch zu Verkrampfungen und lassen die Energie nicht richtig fließen. Okay, also dazu muss man sagen, die telemediale Lebensschule befasst sich zentral mit Kommunikation. Im Kern steht die Sprache mit der Reinheit der deutschen Sprache des Wortes. Aber dann kommt natürlich die Mimik und die Körpersprache dazu. Mhm. Und die Kommunikation dieser Sprachen, wie sie ineinander wirkt, die physische Sprache, also jedes Wort, ist eine Geburt. Jeder Buchstabe ist eine Geburt des Intellekts und des Herzens, der Zunge und der Lippen, wo was geschöpft wird und entsteht, je nachdem, welche Grundhaltung oder Grundeinstellung ich verkörpere, du mir gerade unwohlgesonnen bist oder wohlgesonnen oder was du im Schilde führst oder nicht im Schilde führst. Letztendlich ist deine Grundhaltung, deine Grundeinstellung, die du zu mir verkörperst, das, was die Menschen, die uns jetzt beobachten, empfangen. Sind wir wohlgesonnen zueinander oder haben wir einen Krieg? Willst du mich vorführen oder aufführen? Oder was immer, deine Grundhaltung ist ausschlaggebend. Das ist die Kommunikation. Und die geht aus der Grundhaltung, die liegt im Verborgenen. Aber du hast eine Grundhaltung, du liest einen neuen, neutralen Text. Je nachdem, welche Grundhaltung du in die Phonetik nimmst, kommt das rüber. Ob du zum Beispiel, wenn du Wert drauf legst, dass ich in meiner meisterlichen Kraft rauskomme, dann machst du nicht diese Spielchen, die du gerade mit mir treibst. Wenn du eben dann spürst, ich bin in voller Konzentration, dann lässt du das, was ablenkt. Na, aber du willst noch ein bisschen Krieg, Machtspielchen und denkst, du musst noch ein bisschen vorführen, wie du mich trainierst. Du brauchst noch ein bisschen Würze in deiner Sendung und so. Dann machst du solche Dinge. Oder auch nicht. Ich habe einen trockenen Mund. Ja, den hätte ich auch noch in 3 Minuten später halten können. Ja. Und aber besser der Mund ist trocken und alles andere fließt. Ne? Und das war ja jetzt wieder ein Beitrag. Ja, ich meine, meine das Leben, Güte, das Leben muss nein, sein, ne? nein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe dir ja gesagt, du kriegst es zurück. Gut. So, aber nun zurück. 1 zu 0. Also die Körpersprache ist auch Kommunikation. Und jetzt kommen wir eigentlich auf das Wesentliche, nämlich
zu deiner Frage davor. Es ist auch Kommunikation, wie die Willenskraft, die Vorstellungskraft in dir selber behandelt, deiner eigenen Esoterik. Und es ist auch Kommunikation, wie dein Bedürfnis deiner niederen Natur, geführt aus dem weiblichen Prinzip deines Materiegeistes, wo der heilige Geist, das männliche Prinzip in den Materiegeist eindringt, das ist die hohe, universelle Kommunikation des männlichen, weiblichen Prinzips. Und erstmal auf diesem Grundprinzip aufzubauen, dass dieser Körper, unser Handeln, eine heilige Bewusstseinsgrundhaltung einnimmt, dabei kommt es drauf an. Das ist eine ganz tiefe, wesentliche Grundhaltung, wo man sagt, was hat es mit der telemedialen Lebensschule zu tun, wo ich den Übergang finde vom hohen Evolutionsbewusstsein über seine Hierarchieebenen an die Übergabestelle, an der Kausalebene, wo es zur Mentalebene übergeht, wo die Idee materialisiert wird und wir dann wieder im Inkarnationsbewusstsein, also in diesem Leben, in die Materie bringen, was es für uns heute im Hier und Jetzt mit unseren Bedürfnissen bedeutet, diese Dinge auf den Boden zu bringen, dass sie uns auch ernähren, Spaß machen und Lebensfreude mitbringen, dass das vom Kronenchakra bis zum Wurzelchakra durchfließt, ne? Ganz genau sauber läuft. Dabei darf einem schon mal der Mund trocken werden. Ne? Willst du noch ein bisschen trinken? Ja, darf ich jetzt? Ja, das war so harter Tobak. Ja. Also jetzt muss ich erstmal einen Schluck zu mir nehmen. Ja, du hattest gerade eine sehr schöne Überleitung gebracht zu den Chakren im Ätherkörper des Menschen. Welche, also da platziere ich die nicht hin in den Ätherkörper. Ne? Also ich platziere die dahin. Ja, darfst du. Ich platziere sie dahin. Ja. Und ich stelle mir da auch immer so kleine, runde Eistüten vor bei den Chakren. Mhm. Also. Welche Rolle spielt bei der telemedialen Lebensschule ja erstmal auch das Reinspüren in die eigenen Chakren, ein Gefühl dafür zu bekommen, für also das wie das geht abläuft ja mit den Chakren? Da gehen wir jetzt eigentlich aus dem alltäglichen Leben raus und setzen uns an den Orange Table. Da werden jetzt die höheren Gaben entwickelt. Es bedeutet, Kommunikation ist Energetik. Du sagst was und du machst, heißt angekommen. Hast eine, ich setze was aus, Resonanz angekommen, Energetik. Wenn du jetzt da sitzt wie ein Stein, ich rede nur drauf, kriege ich noch keine Rückpolarisierung, es staut sich was an. Da wirst du nervös. Nein, wird man nervös oder nicht. Es baut sich einfach ein Magnetfeld auf. Es entsteht ein Spannungsfeld, weil noch keine Resonanz da ist und es symbolisiert, es ist noch was unklar oder du bist nicht damit einverstanden, du teilst die Ansicht nicht oder du teilst sie, aber teilst sie nicht mit, weil du etwas Intimes von dir nicht preisgeben willst, nämlich was deine innere Einstellung zum Beispiel zu dieser Sache ist. Das ist alles Energetik. Und die Energetik wirkt auf die Drehrichtung in unseren Chakren. Also das bedeutet, bin ich praktisch jetzt, schaue ich eine Frau an, und ich will jetzt mit der was Erotisches haben, dann kannst du mir jede Frage beantworten. Ich antworte dir nur auf der metaphysischen Sexualebene und dann irgendwann wirst du schwach, ne? Weil dein Unterbewusstsein fängt so an zu rocken. Oh. Ne? Also du natürlich nicht, weil du bist auf der Stelle resistent. Ich hab doch hier, aber, ich kann mich doch schön ablenken. Ne? Aber ich hab Stützen hier, also. Aber nur als Beispiel, also wiederum die Grundhaltung. Was bedeutet die Energetik? Zentral ist dann für uns im Wassermann-Zeitalter, wo die Kommunikation läuft, hier Kehlkopf-Kommunikationschakra, da sind die Polarisierungen in alle Richtungen, wo sich letztendlich die Wahrheit manifestiert. Hier? Nein, Kehlkopf-Chakra-Kommunikation. Also ihr spürt dann schon, da kommt Druck auf den Kehlkopf, hier sitzt auch das dritte Ohr. Hier, da blockiert es dann hier, die Hellhörigkeit sitzt hier. Ne? Und das sind Punkte, die sind wesentlich. Also das heißt, in der Regel
Deutschland bis 40 haben wir im Sexual- und Wurzelchakra Fehldrehungen, die eben die Selbstverständlichkeit des unerkannten Missbrauchs in der Selbstverständlichkeit, der in der Masse lebt, normal läuft. Haben wir auch in der telemedialen Studie vor Jahren schon gefunden, dass die Rotlichtblitzer ins Gesicht dieses System in der Angst zu bleiben aufrechthalten, zum Beispiel. Da gibt es viele Ebenen, wo darum getriggert wird, wo genau dieser Missbrauch erhalten ist. Das liegt daran, dass wir als Nachkriegskinder noch die Gewaltschocks, Traumas unserer Eltern noch mal auf dieser Ebene durchleben. Aber was ich noch mal wirklich auf den Punkt bringen will, ist eben, je nachdem, ich würde jetzt fast diese harten Worte, die ich auch schon verwendet habe, aber ich will sie jetzt nicht nehmen, aber ich nenne mal die V- und die S-Steuerung in den Geschlechtern. Also da wollte ich dir schon noch Fragen stellen dazu. Ja, ich gehe jetzt nicht so tief. Das liegt eben, rede ich dann mit diesem Bewusstsein aus diesem Chakra oder bin ich nur aus dem Kopf und spreche nur mit dem Chakra des dritten Auges oder schaffe ich es schon, rein aus dem Herzchakra zu sprechen? Je nachdem, wie hoch. Ich bin jetzt mal bewusst auch in die Identifizierung mit den Themen gegangen, damit man sieht, was ich energetisch auslöse. Diesem Resonanzgesetz, was ich dann auslöse in der Kommunikation, ist dann das Polaritätsgesetz übergeordnet. Das ist die Grundhaltung. Je nachdem, welche Grundhaltung ich einnehme, wird das, was ich in Resonanz sozusagen kommuniziere, verstanden. Bei dir, bei mir oder bei den Menschen, die jetzt diese Sendung sehen. Und die Hierarchie dieser Gesetze nicht zu beachten, davon lebt die Frau in unserer Gesellschaft. Da, die, also du natürlich nicht, ne, aber die Masse lebt davon, ganz genau darauf aufzupassen, dass sie nicht die Verantwortung für diese Situation übernimmt, damit sie in Leichtigkeit diese Willkür leben kann. Also darauf zu achten, dass diese Hierarchie dieser Gesetze nicht existiert, dass man mit der willkürlich rumwirbelt, ne? Das macht natürlich den Mann kirre, ne? Und die Frau herrscht da auf jeden Fall, der Mann ist da chancenlos. Ne? Wenn der das nicht versteht, dann kann er das nicht führen. Der ist einfach nur ausgeliefert, was da eine Frau so aus dem Instinkt vom Leder ziehen kann. Ne? Einfach normal. Und warum soll eine Kuh, die auf der Weide steht, das Gras in den Mund wächst, das lassen, ne? Also da gehört eine große Selbstlosigkeit. Warum sollen das ein Ochse lassen? Ja, genau, auch ein Ochse nicht. Warum sollen die das lassen, wenn das Programm so läuft, ne? In der Gewalt, Unterdrückung und so weiter. Aber der Rüdiger Dahlke hat darüber berichtet auf dem Geistheiler-Kongress in Schladming über diese Polarität und über die Hierarchie der Gesetze. Hat er wunderschön ausgeführt, wo ich ihn dann gefragt habe, wo er das Affinitätsgesetz hin platziert. Da ist er dann auch aggressiv geworden und hat die Bühne verlassen. Ne? Aber letztendlich, das Affinitätsgesetz ist wiederum dem Polaritätsgesetz übergeordnet. Denn wer sich in mein Feld stellt, der liefert sich aus. Mhm. Wer sich in das in Feld von Mönchen stellt, der liefert sich aus. Wer sich in die Welt von Drogen, Schickimicki, Prostitution stellt, in dieses Feld, wo ich mich stelle, wirkt das Feinstoffliche auf mich ein. Ich kann es nicht verhindern. Unsere Gefühle, Gedanken sind feinstofflich. Und nur wenn ich im Kloster ständig Mönch bin, bin in meinem Herz und strahle aus wie eine Sonne, dann geht es. Aber auch wenn du einen starken Mönch ständig in die Realwelt stellst und der wäre ständig in einer Welt umgeben von Prostitution, würde das Feinstoffliche, diese Masse, immer mehr in ihn eindringen. Und wenn dieses Feinstoffliche dann eindringt bis in dein Herz, wird es zur neuen Selbstverständlichkeit. Deswegen ist die Selbstverständlichkeit eine große Gefahr. Und deswegen können wir uns nur, gerade also sensible Frauen, die mystisch sind, die mystischen Frauen, die medialen Frauen, die können das nur wieder in der Natur heilen, indem sie zu sich selber zurückfinden.
Oder man sieht bei den Workshops, wo die Meister arbeiten, dass die Schüler, die das Wissen über das Affinitätsgesetz haben, natürlich ganz vorne beim Meister in der Aura sitzen, weil sie dann ganz viel Feinstoffliches von dem Meister aufnehmen und dann brauchen die das alles nicht lernen. Frauen sind in der Lage, sehr gut das Feinstoffliche aufzunehmen und auch zu entkodieren. Somit kann dann das Wissen in ihnen aufgeben. Aber die Verantwortung darüber sind sich die wenigsten Leute bewusst, dass sie die Verantwortung darüber nehmen, in welches Feld sie sich stellen. Also wenn ich spirituell an mir arbeite, aber ich stelle mich noch in ein Feld von Gewaltunterdrückung, werde ich nur gemolken. Die Person wird nur gemolken. Das erarbeitete Wissen wird ausgesaugt und ausgemolken, weil es unterdrückt ist. Und es wird nur, das Licht wird praktisch nur verwendet, was du dir erarbeitest, um das Unterdrückungssystem aufrechtzuerhalten. Und eben diese Verantwortung zu übernehmen, zu entscheiden, in welches Feld stelle ich mich. Das geht so schnell, umso mystischer du bist, umso mehr du medial veranlagt bist, geht es rein, du merkst es gar nicht. Das ist wie ein Parfum oder wie, also bei mir ist, wenn ich ein Parfum drauf habe, ich rieche das, wenn ich drauf spiele, und danach rieche ich das nicht mehr selber. Und dann wird es zur Selbstverständlichkeit. Aber dir ist es doch selbst sehr gut gelungen, dieses eigene Feld aufzubauen. Ja. Und für die Schüler der telemedialen Lebensschule sollte das doch ein Vorbild sein und ein Ansporn, das eigene Feld aufzubauen. Ja, also das ist auch so. Also ich bin nicht, in erster Linie bin ich nicht Vorbild für Schüler der telemedialen Lebensschule, sondern die, die sich in mein Feld stellen, eher Qual. Es strengt sie an, weil ich feststelle, der Mensch spürt, da ist was, was mir hilft, er will das ergründen, aber gleichzeitig, wenn er dann meine Nähe hat, will er auch wieder verhindern, die persönlichen Erfolge. Ja, schwer. Das ist sehr anstrengend, weil ich muss ja den anderen auch aushalten, dass der mich nicht runterzieht wieder. Ja. Also muss ich den mitziehen. Und daher ist es die telemediale Lebensschule ist eine sehr hohe. Es hat was mit Adeln zu tun. Mhm. Es ist die Grundphilosophie des Adelns da mit drin. Aber du hast noch einen anderen Gedanken, der war noch besser. Stell mir die Frage nochmal. Das eigene Feld aufzubauen. Nee, dass ich das eigene Feld aufbaue? Was war die Frage? Das eigene Feld aufzubauen, weil es dir wunderbar gelungen ist, es aufzubauen. Genau. Wesentlich ist, wie ergründen andere das, indem sie mich parodieren. Ja. Also indem ich so extrem bin, verarbeiten sie das, was wir sagen, über Filme, ihre Ängste. Ich habe ganz viele Leute, die dann in Trash-Videos gemacht haben, tun dann ihre Ängste oder wie es ihnen damit geht, über Kunst und Kreativität schon in der ersten Form zum Ausdruck bringen. Und die weitere Ebene ist eben die Parodie. Wenn ich mich voll in die Lage einer Person versetze, um ihn zu parodieren, dann erfahre ich ihn. Ich habe mal einen Song von Eric Clapton gecovert. Und dann wenn du das coverst, dann kommst du dahinter, was hat der Musiker eigentlich dabei gedacht, wenn er diesen Song komponiert hat. Und dann habe ich sozusagen gesagt, so ein Schlitzohr, wie er da die Harmonien gefunden hat für dieses Lied. Und deswegen sagt man auch, eine wirkliche Person des Zeitgeistes ist, wenn man parodiert wird. Und ich glaube, über 10 Leute parodieren mich und meine Person. Und ganz viele Leute sagen, was ist denn das für einer? Ich muss den ergründen. Und in dem Moment, wenn ich mich in die Lage dieser Person versetze, solltet ihr eigentlich nicht machen. Wenn ihr euch in die Lage einer anderen Person versetzt, dürft ihr das normal nur, wenn die Person es euch erlaubt. Ich erlaube es allen, dass man sich in meine Lage versetzt, weil ich es transformieren kann. Denn wenn ihr euch in die Lage, also ihr zu Hause, die Sendung jetzt seht,
euch in die Lage einer anderen Person versetzt, lasst ihr auch euren Dreck bei dieser Person. Und sie muss diesen Dreck für euch transformieren. Für mich ist dieser Dreck Nahrung. Also für mich ist das gut. Und ich erlaube allen, versetzt euch in die Lage. Oder wenn ihr Albträume habt in der Nacht, schickt sie zu mir. Mir ist langweilig. Schickt die mir vorbei. Schickt mir eure Albträume. Versetzt euch in meine Lage. Und da ist ja schon sowas, wie du gestern angesprochen hast, eine Form von Astralreise, wenn ich emotional dorthin gehe. Und das ist die telemediale Lebensschule. Mhm. Also 99% meiner Schüler kenne ich nicht. Und die Tiefe des Schülergrades ist die emotionale Berührung. Also ob freudig oder unfreudig berührt, ob ärgerlich oder in Liebe tief berührt, spielt für mich in der telemedialen Lebensschule keine Rolle. Alle Menschen, die ich emotional tief berührt habe, haben von mir den telemedialen Virus eingegeben. Und solange sie noch nicht ganz ehrlich zu sich selber sind, kommen die da nicht raus. Ne? Ist unmöglich, weil die wollen ja die Wahrheit wissen und die zieht es dann immer wieder rein. Also das ist ein absoluter Virus. Ich habe ja das Rauchen, die Intelligenz des Nikotins und Alkohol studiert und über dieses Wissen habe ich das Suchtthema mit rein und habe also die Menschen, die mich ergründen, werden automatisch weisheits- und erleuchtungssüchtig. Die kommen da gar nicht raus. Und wenn sie dann tatsächlich mal diesen Punkt erreicht haben, dass sie sich von diesem Virus befreit, dass sie dann tatsächlich in ihrer Wahrhaftigkeit angekommen sind, dann gehen sie als meine Jünger mit mir weiter und aus Virus-Telemedial wird Vitamin-Telemedial. Aber die telemediale Verbindung bleibt immer. Die hebt sich nicht auf. Ja, du hast ein sehr interessantes Thema angesprochen. Ich habe hier, das ist eine neuere Ausgabe von der Financial Times. Und ich kann mich erinnern. Was sind die jetzt her? Die Financial, ich hatte, mir wurde eine Ausgabe von der Financial Times im, wann war das? Im März zugespielt. Und da bin ich über eine Überschrift gestolpert. Im falschen Film. Und ich langsam, kann mich. Überfordere mich nicht. Und ich kann Wer mich, hat dir dieses ich, zugespielt? Ich, Frau Journalistin, verrät nie die Quelle. Also, ne? Ja, und ich kann mich erinnern, da hat sich eine Horde zusammengerottet und einen Film gedreht. Es hat sich zusammengerottet, oder? Es hat sich eine Horde zusammengerottet und einen Film über Kanal Telemedial gedreht. Und du, deine Person, deine Arbeit werden dort auf das Schändlichste verunglimpft. Und es ist, das ist noch nicht alles. Auch deine Mitarbeiter, denen du vertraglich und beziehungsweise nachvertraglich noch verpflichtet bist, moralisch, werden ebenfalls verunglimpft. Wie geht man mit sowas um? Fazit ist, dass man vom Kunstgesetz her, was jetzt grundrechtlich geschützt ist, Kunstfreiheit genießt. Und du bist auch erkennbar. Ja. Wie geht man mit so einer Schändung um? Man kann es nicht anders, man kann es nicht anders bezeichnen. Also nur was wirklich heilig ist, kann auch geschändet werden. Und in unserer Gesellschaft ist, das habe ich jetzt auch in Angelegenheit zur Klärung, was ich da immer noch mit dem Stammfüßen 1 hatte. Mhm. Die waren finanziell in einer schwierigen Not. Ich habe denen soziale Hilfe gegeben und dort hat sich rauskristallisiert, dass die eben dieses Muster in sich tragen. Derjenige, der einem wohlgesonnen ist, der einem gönnt, was gönnt, also anstatt Huldigung, Schändung. Mhm. Und das haben wir mit Kanal Telemedial auch erfahren.
Wir haben Intuition, intuitives Fernsehen gemacht, das beste Fernsehen aller Zeiten, das mutigste Fernsehen aller Zeiten. Und anstatt Huldigum haben wir Schändung gekriegt. Und eben diese Schändung, die über Wirtschaft, Behörde, Wettbewerb betrieben wurde, war es dann sehr intelligent von meinem Schüler Hordes. Der war ja bei dir sogar in der Sendung. Ja, er ist auch ein Schüler von mir. Also wir telefonieren ab und zu. Und ich habe ihm auch versprochen, wenn er einen Film macht, dass ich ihm, wie es sich nach den Regeln unseres Staates gehört, dass er da auch eine einstweilige Verfügung von mir bekommt. Dadurch kriegt er Promotion für den Film. Er soll erstmal überhaupt das Ding aufstellen. Ist aber ein ganz billiger Film, ne? Ganz lass billig gemacht. Ne? Das sehe ich nicht so. Also ich sehe, dass auch im telemedialen Stile produziert. Also da wurde kein Geld verschwendet, aber auch keins gespart. Und was ihm gelungen ist, da bin ich echt neidisch drauf, er hat meine Idee umgesetzt und er hat sie hingekriegt. Er hat gesagt, alle, die mitmachen, ich bin Student, können nur ehrenamtlich mitspielen. Und er hat die besten Synchronisateure, Schauspieler, alle zusammengekriegt. Für mich hat so gut wie keiner, außer du und noch ein paar andere, ehrenamtlich Kanal Telemedial mitgemacht. Alle haben ganz schnell die Hand aufgerissen und haben gesagt, ja, hey, mein Hartz IV kracht ein, ich brauche jetzt Geld von dir. Ne? Und ihm ist es gelungen, tatsächlich nach dieser Vorgabe Menschen für sich zu gewinnen, die ehrenamtlich die Sachen machen. Und man sieht eben, zum Schund und Schänden sind die Leute ehrenamtlich bereit, von heiligen Weg mitzugehen, wo sie selber mal mit mir in Deutschland zum Held werden könnten und Deutschland in der Veränderung zu bringen, wo sie sagen, hey, ich bin eine Ehrenfrau oder ein Ehrenmann, hier was zu bewegen. Da denken alle noch, Thomas Hornauer muss sie dafür bezahlen. Ne? Und damit so kann man damit umgehen. Der Umgang hat auch zwei Ebenen. Wie gehe ich selber, wenn du sagst, Mann, damit um? Kann ich dir sagen, für mich ist das alles Erde. Mhm. Nur wenn eine Sache erstmal auch massiv negativ von der Masse reflektiert wird, zeigt sich wirklich, dass da wirklich was Neues ist. Die Masse der Angriffe, die Masse des Drecks, der nach uns und nach mir geworfen wurde, ist letztendlich nichts anderes wie die Weisheit, dass die Scheiße von gestern der Dinger von morgen ist. Ne? Und so haben wir eine ganz, ganz große Erde mit viel Dünger geschaffen, die wirklich existent ist. Ne? Also die Lüge, die durch das Dreckziehen, was in den Medien steht, was auch dahin gehört, dieser Dreck, der in die Zeitung gehört, die nimmt man danach eh nur zum Wegwerfen, zum Fische einwickeln, eine Zeitung. Ja, ne? Guck also mal ein. Ja, schön neu, ne? Schon ein bisschen dunkel. Ne? Damit putzt sich nicht mal der Arsch ab, weil das zu hart ist. Ne? Da will man heutzutage ein weicheres Papier. Ne? Und trotz alledem gibt es der Sache erstmal die Existenzberechtigung, denn nur die Masse, die ihren Dreck, die ihren Dreck am Stecken hat, nach mir und meinem weißen Licht schleudert, ist das Kompliment und die Dimension meines Lichtes. Hätte ich die nicht, hätte ich nicht von den Königen der Königlichen Föderation von Westafrika für meine spirituelle Arbeit in den Adelstand genommen worden. Würde ich nicht die Königshäuser der Welt besuchen und würde ich nicht mit den Meistern der Welt befreundet sein, die mir bei meiner Arbeit helfen. Also das sind die Fakten. Das ist der göttliche Ausgleich dafür, das aber, den du empfängst. Diese Erkenntnis, die ich heute habe, sie zu leben, die hatte ich nicht immer. Ja. Da musste ich diesen Lernweg gehen, das zu sehen. Heute sehe ich, alles, was man über uns berichtet, ist unsere Erde. Und stell dir mal vor, man hätte nur gut über uns berichtet, hätten wir uns doch auch nur schön geredet und wir wären nicht wirklich glaubhaft. Leben ist Polarisierung und die Polarisierung ist eben auch so, viele tauchen auf, stehen als Stern am Himmel und werden dann platt gemacht, weil dann kommt der Dreck raus. Bei mir war es umgekehrt. Auf mich hat man mehr Dreck draufgeschmissen, wie ich selber produziert habe. Ich habe noch gleich für andere Karma mitgebracht.
mitgearbeitet. Ich habe das Karma von der Landesregierung, von der Telekom, von der Post, von vielen Carriern von Österreich, habe ganz viel Karma auf mich genommen und für die transformiert. Dadurch habe ich natürlich auch die Macht und die Intelligenz dazu erfahren. Das ist normal. Aber du hast deinen Spirit erhalten. Dein Spirit hat noch mehr Power bekommen. Spirit im Business, deine Geschäfte laufen fantastisch. Woher weißt du das? Ja, ich bin halt spirituell, ja. Und ich bin hellsichtig. So Intimsphäreverletzung, die du da preisgibst. Ne? Wie sollen die Leute uns einen Energieausgleich geben, wenn die denken, da hat eh genug Geld? Ne? Naja, also die Leute geben keinen Energieausgleich, wenn arme Leute vor der Kamera sitzen. Also nein. Das denke ich mal. Die sind alle im Mangel, du hast ja gesehen. Einem armseligen. Wer im Mangel ist, der kann nichts empfangen. Geistig Nachmacher, ne, sozusagen. Einem armseligen, dem wird eben geholfen. Und der Reiche wird geschändet. Deswegen hat man mich auch zum Multimillionär gemacht. Ich habe das natürlich mal provokant selber gesagt, da haben dann alle drauf angesetzt. Aber es gibt viel, 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 viel mehr Leute, die viel, viel mehr Geld haben wie ich. Ne? Und von denen weiß man es gar nicht. Die halten sich halt intelligent im Hintergrund. Ne? Ja. Ich bin wahrscheinlich der ärmste Berufsmillionär. Ne? Mit Sicherheit. Ne? Das Thema Spirit im Business. Also der materielle Geist, nicht der materielle ärmste Berufsmillionär. Also in meiner inneren sehe ich mich sehr reich. In meiner spirituellen, esoterischen Welt sehe ich mich schon als sehr reich. Aber immer noch lampfähig. Ja, also diesen Reichtum strahlst du ja als königliche Hoheit auch aus. Diesen inneren Reichtum, dein Königreich selbst zu beherrschen, in deinem Königreich selber auch zu herrschen, in so eine Vollkommenheit hineinzukommen. Ja, du lenkst mich aber jetzt schön ab mit der Kirsche. Du bist eine Kirsche, du. Du bist nicht nur eine königliche Hoheit, du bist auch eine Kirsche. Du kannst mich jetzt nicht ablenken. Und fängst dann wieder, willst du anfangen, mit dem Stein zu schnippen? Also ich gönne dir jetzt erstmal diese Obstpause, ehe ich dir die nächste Frage stellen werde. Kannst gern was trinken, wenn du willst. Also früher hat meine Oma immer gesagt, also wenn du jetzt Kirschen isst, darfst du danach kein Wasser trinken. Kriegst Bauchweh. Da kriegst Bauchweh und Durchfall. Ja. Ja. Ich werde den Rat meiner Oma heute mal nicht befolgen. Ja, ich denke auch, wir machen jetzt eine Pause. Ne? Ja. Und ja, wenn es geht, würde ich noch gleich weitermachen, so in 15 Minuten, dass wir dann mal die telemediale Offensive 2 angehen. Was bedeutet es, nach meinem Aufruf beendet den spirituellen Egoismus und spirituelle Freunde, findet euch zusammen, bringt eure Qualitäten und eure Produkte in Synergie. Ja. Herz 5. Bis dann. Bis gleich. Tschüss.